Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den Bachelor Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren der Diplomhochschule. Als Gesprächspartner freue ich mich dazu, den Studiendekan, Herrn Dr. Med. Uwe Thums, hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Thums. Hallo und schöne Grüße an alle Zuschauer und Zuhörer. Ja, schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind, sich die Zeit genommen haben. Ich würde Sie bitten, sich zunächst selbst einmal kurz vorzustellen. Was haben Sie so gemacht, bevor Sie zur Diplomhochschule gekommen sind? Das ist ja schon so einiges. Und auch, was davon machen Sie denn jetzt heute auch weiterhin noch? Aber ja, das wird ein abendfüllendes Programm. Also ich versuche mich mal kurz zu halten. Als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, da war ich ein Wissenschaftler par excellence. Ich wollte auch nie in eine praktische medizinische Ausbildung gehen, sondern für mich war immer klar Wissenschaft. Für mich war klar, es muss ein Labor sein. Und so habe ich dann auch mein erstes Leben, wenn Sie so wollen, geführt und bin in der molekulargenetischen Immunologie groß geworden. Und dann kam ein Schlüsselerlebnis, das einen Saulus zum Paulus werden ließ. Und das war eigentlich ein Laborerlebnis von einem Kollegen aus Frankreich, der durch einen Labormixfehler, wenn Sie so wollen, seine Assistentin eine Lösung hatte, in der schlicht und einfach nichts Materielles mehr drin sein konnte. Und trotzdem löste das an Immunzellen jetzt also eine Reaktion aus. Und das war für einen knallhart Immunologen schwer zu verstehen, weil das Postulat galt, Materie geht an einen Rezeptor und löst eine Reaktion aus. Und die war ja nun nicht drinne gewesen. Das heißt also, es muss irgendwas anderes gewesen sein, was die Reaktion ausgelöst hat im Experiment. Ja, und so kam ich dann zur Naturheilkunde und habe mich mit Homöopathie, mit Akupunktur, mit all dem, was also nicht materiell beschäftigt. Und über die Jahre gelernt und dazugelernt. Und irgendwann kam es dann doch dazu, dass ich doch eine Praxis gemacht habe, was ich nie wollte in meinem Leben, und habe 2007 dann tatsächlich eine Praxis gegründet, die jetzt mit diesen komplementären und naturheilkundlichen Verfahren integrativ zur Schulmedizin arbeitet. Das heißt, die Praxis hat sich spezialisiert auf chronische Erkrankungen, schwere chronische Erkrankungen und auch auf Krebserkrankungen. Und wir arbeiten integrativ zur Schulmedizin quasi mit unseren schulmedizinischen Kollegen ergänzend und ja, versuchen, so etwas zu bauen, was wir die Medizin der Zukunft nennen, nämlich integrative Medizin. Tja, und dann kam irgendwann Professor Hübner von der Hochschule auf mich zu und sagte, wir haben da einen Studiengang, und ich war begeistert. Insbesondere ein Bachelor of Science, also tatsächlich ein wissenschaftlicher Studiengang. Und so bauen wir, haben ihn auch aufgebaut und so praktizieren wir ihn auch. Also wir betreiben Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren wissenschaftlich. Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Und ich denke, in dieser Praxis, die Sie haben, sind Sie auch immer noch tätig, und dass der Bereich der Lehre jetzt an der Hochschule und die Entwicklung des Studiengangs, das ist dann zusätzlich auch passiert. So ist es, das ergänzt sich gegenseitig. Ja, dann habe ich in Ihrer Vita gesehen, dass Sie, glaube ich, ja auch selbst schon Erfahrung mal gesammelt haben, auch als Fernstudent. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu berichten und auch, ob Ihnen das jetzt irgendwo so hilft für Ihre Tätigkeit auch als Studiendekan, also im Umgang mit den Studierenden, wenn die mit ihren Problemen so kommen. Oh ja, helfen tut das natürlich. Nun muss man natürlich sagen, dass das vor, es ist ja jetzt fast 20 Jahren her, ein Fernstudium da ja ganz anders aufgebaut war. Ne? Sie haben letztendlich irgendwelche Papierchen nach Hause geschickt bekommen, die haben sie bearbeitet, die haben sie wieder eingeschickt. Das, bis dahin ist das Modell das gleiche wie bei der Diploma, aber was wir heute haben, ist die virtuelle Lehre, und die ist natürlich
ja, ein Quantensprung im Fernstudium und sehr bereichernd und auch was das Drumherum betrifft. Ne? Also wir haben zu jeder Vorlesung haben wir ein Vorlesungsforum. Das heißt, die Studenten können dann, wenn sie mögen, ihre Fragen ins Forum einstellen und dann kann sich der Dozent damit beschäftigen und kann Antwort geben. Also es ist ja, zu 20 Jahren ein effektiver Quantensprung und man kann jetzt natürlich sehr, sehr viel machen, was man vor 20 Jahren noch nicht machen konnte. Ne? Den persönlichen Kontakt aufsuchen, auch virtuell, auch in der Live-Konferenz. Ich habe donnerstags abends um diese Zeit meine Live-Sprechstunde, das heißt, die Studenten können sich zuschalten und können über Probleme bei ihrer Arbeit sprechen, beim Lernen sprechen, bei Themenfindungen sprechen. Also das ist ja einfach toll, wie man das heute machen kann. Und das für so einen Technikidioten wie mich noch viel, viel erstaunlicher, was man tatsächlich, wie man heute ein Fernstudium sinnvoll gestalten kann und miteinander in Kontakt bleiben kann. Das ist das Entscheidende dabei. Das ist super. Ja, also vielleicht sogar durch die Technik kann man sagen, ist das Fernstudium ein bisschen weniger fern, als das früher so gewesen ist. Das auf alle Fälle. Ja, früher begrenzte sich das der Kontakt zum Dozenten ja quasi auf die Prüfungssituation. Und das ist heute sehr viel anders geworden. Ne? Also Sie können eine Live-Vorlesung Ihres Dozenten gehen. Sie wissen, wie der tickt. Sie hören, was er sagt und sitzen eben nicht nur über Studienmaterial, erarbeiten irgendwelche Kontrollfragen und sind dann irgendwann in der Prüfungssituation und da sitzt dann zum ersten Mal Ihr Dozent vor Ihnen. Das ist gerade ganz anders. Ja, ja, also schon spannende neue Möglichkeiten auch dabei. Ja. Ja, wenn wir jetzt so auf den Studiengang selbst zu sprechen kommen, Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren. Ich habe den vor einiger Zeit, als er neu rausgekommen ist, ist ja noch ein ganz frischer Studiengang bei der Diplomhochschule bei mir im Forum angekündigt. Und wie das so meistens ist, wenn es um den Bereich der Naturheilkunde geht, gab es dann gleich rege Diskussionen dazu. Insbesondere auch dazu, weil ja im Studium auch auf Methoden eingegangen wird, wie die Homöopathie oder auch die Bachblütentherapie, für die es nach Ansicht der Diskutanten da halt keinerlei Belege über die Wirksamkeit gibt, keine wissenschaftlichen Belege. Vielleicht können Sie da an der Stelle allgemein was dazu sagen, was so die Gedanken waren, Überlegungen bei der Konzeption dieses Studiengangs und warum auch diese Bereiche, auch diese Methoden mit in das Curriculum aufgenommen worden sind. Also zunächst einmal ist es ja das Diktat eines Materialisten, nicht denken zu dürfen, wer so argumentiert. Und man kann sich dann auch immer fragen, wie hat der das eigentlich geschafft, sich um die letzten 100 Jahre Naturwissenschaft herumzudrängen? So argumentiert, der muss Ihnen dann auch, wie Harald Lesch das mal so schön formuliert hat, jetzt seine Papyrusrolle nehmen, seine Fragen auf Papier schreiben und Ihnen dann nach Köln mit reitendem Boten zustellen. Und also wir leben in einer Informationsgesellschaft, wir leben in einer digitalen Gesellschaft und Information macht ja vor einem biologischen System nicht Halt. Das kann Ihnen heute erstmal jeder Physiker bestätigen, also dass wir von Materie als entschleunigte Energie reden, ist ja letztendlich eine Geschichte, die uns Albert Einstein schon mit seiner Relativitätsformel gelehrt hat. Das heißt also, Energie und Materie stehen miteinander in Verbindung. Und dass man auf Energie oder auf elektromagnetische Wellen oder auf Licht oder auf andere Substanzen letztendlich eine Information für den Körper auftragen kann, das ist nun nichts Neues. Also das funktioniert ja. Wenn Sie sehen, in der Auto steigen und hören dann Radio, dann heißt das, da wird auf elektromagnetische Funkwellen letztendlich eine Information gelegt, die Sie empfangen können. Und so funktioniert das natürlich in biologischen Systemen auch. Ja, wir wissen
von elektromagnetisch gepulsten Wellen, die zum Beispiel Calciumkanäle öffnen können. Oder wir wissen von elektromagnetischen Wellen, die die kapilläre Durchblutung steigern können. Das ist nun alles Wissenschaft und belegt und Studien belegt. Und warum nimmt man dann sowas auf? Ja, man nimmt es auf, um es zu diskutieren. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft lebt ja nun davon, dass man eine Idee hat oder dass man irgendetwas festgestellt hat, wie etwas funktioniert, und dann sucht man Erklärungsmuster. Und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in unserem Studium. Also Sie werden in unserem ersten Semester Methodenlehre von mir hören und müssen sich durch 16 Stunden Vorlesung quälen, wenn Sie mögen, klarzumachen, dass es über den rein materialistischen Ansatz und eine rein deduktive Methode und einen Reduktionismus natürlich auch andere Denkmuster gibt, die man dann letztendlich mit einfügen muss, wenn man dann von einer ganzheitlichen Medizin sprechen will. Und das heißt ja, dass dann auch ein systemischer Ansatz da ist, wie wir ihn zum Beispiel auch in den Netzwerkwissenschaften kennen. Also wir bewegen uns auf einem Boden, der ja wissenschaftlich fundiert ist und der, ja, wenn Sie das Stichwort dissipative Strukturen von Bridgertchin nehmen, fraktale Elemente aus der Biologie nehmen, Biologie beschäftigt sich mit auch Phänomenen, die ja letztendlich genetisch auch gar nicht erklärbar sind, das morphogenetische Feld zum Beispiel, ne? Also wie schaffen es Affen auf einer fernen Insel gleiche Verhaltensmuster hinzulegen, obwohl sie mit Affen auf einer anderen Insel überhaupt nicht in Kontakt gekommen sind. Natürlich gibt es da immer Diskussionsbedarf und natürlich gibt es auch Streitbedarf. Die Wissenschaft lebt von Streit. Aber deshalb sollte man auf keinen Fall von vornherein hingehen und sollte sich den Mund verbieten lassen. Homöopathie hat ihre wissenschaftlichen Ansätze, die sind diskussionswürdig, klar. Wir haben aber auch eine gute Studienlage, insbesondere wenn wir jetzt von den sogenannten epidemischen Fällen reden, also zum Beispiel jetzt von der Grippe, die da so im Moment rummacht. Da haben Homöopathen mit ihrem epidemischen Mittel immerhin eine Trefferquote von 60%, die zu einer Besserung der Grippesymptomatik führt. Das ist belegt und man kann einfach nicht hingehen und kann sagen, ich schließe so etwas aus, weil der allgemeine Zeitgeist des Materialismus, der dann natürlich auch notigiert ist, letztendlich sagt, man schließt so etwas aus. Bachblüten, ist ein Thema, kann man herb drüber diskutieren, stimmt. Akupunktur können Sie herb darüber diskutieren, aber ich möchte daran erinnern, die größten Akupunkturstudien sind in Deutschland gelaufen und die haben letztendlich gezeigt, dass zur medikamentösen Therapie bei Schmerz immerhin Gleichwertigkeit besteht zu medikamentöser Schmerztherapie. Also man kann da schon von wissenschaftlich fundiert reden. Und wissenschaftlich fundiert heißt, dass man keinem das Denken verbieten darf. Und deshalb haben wir diesen Studiengang ganz bewusst so breit gefasst, alles, was an Naturheilkunde, an klassischer westlicher Naturheilkunde, aber auch was als komplementäre Verfahren, wie zum Beispiel Homöopathie oder Akupunktur, oder auch die Neuraltherapie zum Beispiel, die auch eine sehr gute Wissenschaftsbasis hat, mit aufnimmt und dann natürlich auch traditionelle Verfahren wie die traditionelle chinesische Medizin, die Ayurveda-Medizin, die teilweise auch eine recht gute Studienlage haben, aber auch teilweise halt sozusagen auch nur die Erfahrung als Medizinkriterium mitbringen.
Und das wird natürlich heute ein bisschen dünne gesehen, dass die Erfahrung eines 7000 Jahre alten Therapeuten auch noch was wert ist. Ja, also wenn ich so verstehe, es wurde halt versucht, so die gesamte Bandbreite irgendwo abzudecken, wiederzuspiegeln im Studium, dann aber schon auch zu schauen, irgendwo, was ist, wo gibt es mehr an Grundlagen an Studien, wo sieht es vielleicht kritischer aus, die sagen, wo gibt es eigentlich nur die Erfahrung und auch eine gewisse Bewertung dann vorzunehmen. Oder wie würden Sie das sehen, gerade auch was zum Beispiel diese Themen auch Bachblütentherapie dann angeht? Naja, es ist halt, wie gesagt, eine methodische Frage. Und wenn Sie aus pharmakologischer Sicht Wert darauf legen, dass Sie in Studien vor allen Dingen das Qualitätskriterium Validität stärken, dann heißt das natürlich, dass eine andere Studie, die nicht doppelblind randomisiert durchgeführt wurde, eine schlechtere Qualität hat. Nun ist aber Validität unter 12 anderen Kriterien ein Kriterium, um eine Qualitätssicherung in Studien durchzuführen. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, macht das denn eigentlich Sinn, den ganzen Fokus in seine Denke nur noch auf die Validität zu setzen und dann auch noch so eine Hierarchie aufzubauen, ne, in diese Evidenzkriterien, wo dann letztendlich ganz oben irgendwo die randomisierte Studie steht, aber eine gute Fallkontrollstudie zum Beispiel, also da, wo ein Fall wirklich gut dokumentiert ist und auch mit Labordaten belegt ist, dann sagt, naja, das ist dann auf der Qualitätsstufe 3 oder 2. Ne? Das ist ja letztendlich eine methodische Denke und eine wissenschaftstheoretische Denke, die dahinter steht, und auch die muss diskutiert werden und wird ja diskutiert. Und ich lege da schon sehr viel Wert darauf, dass die im Studiengang dann auch diskutiert wird. Wie gesagt, außer Validität gibt es noch 12 andere Kriterien, die auch wichtig sind, um eine qualitätsvolle Studie durchzuführen. Ja, also da denke ich, gibt es eine ganze Menge zu studieren, zu diskutieren innerhalb des Ja. Studiengangs und vielleicht auch über den Studiengang. Ich will gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich denke, Ihre Einstellung dazu und was so die Hintergründe sind, sind deutlich geworden. Aber es gibt Anmerkungen und Fragen im Chat dazu. Bevor wir dazu mit unseren Fragen uns weiterkommen, möchte ich gerade mal mit einbringen. Das schreibt Ipsi33 zum Beispiel, dass für ihn oder sie das Ganze doch sich nach Esoterik anhören würde, so wie es dort erscheint. Das ist mal nur so ein Statement. Und ein anderer Benutzer, Fatzebuck, naja, als Benutzername fragt hier, warum schließen sich Ihrer Meinung nach Homöopathie und Wissenschaft nicht aus gegenseitig? Weil wir in der Physik, in der modernen Physik, die sehr, sehr viel weiter ist als wir, sehr, sehr viele gute Ansätze dafür haben, dass wir tatsächlich sagen können, es ist an der Informationsübertragung dieses Heilmittels auf ein Globuli oder auf Wasser, ja, Stichwort vielleicht hier bestimmte Wasserstrukturen, Wassercluster-Systeme zum Beispiel auch, oder dann eben, wie gesagt, auch dissipative Strukturen, die durch den Schüttelvorgang stattfinden. Es gibt eine ganze Menge, es gibt eine ganze Menge wissenschaftliche Ansätze dafür. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge klinische Studien darüber, die dann letztendlich sagen, okay, bei diesem und jenem Krankheitsbild hat dieses und jenes homöopathische Mittel die und die und die Wirkung gehabt. Das können Sie natürlich jetzt, und dann sind wir wieder bei diesen doppelblind randomisierten Studien, das können Sie natürlich für die Homöopathie nicht machen. Oder eben nur in diesem, wie ich es eben geschildert habe, epidemischen Fall. Ne? Also jetzt Grippeepidemie und wir gucken mal, welches Mittel wirkt denn eigentlich am besten und deckt dann auch im Sinne von einer Prävention. Also beim ersten Auftreten von Erkältungssymptomen tatsächlich eine Wirkung in der Hinsicht, dass die Symptome dann auch ausbleiben.
Da gibt es eine ganze Menge gute Studien. Wenn Sie jetzt natürlich in den speziellen Fall chronischer Erkrankungen gehen, dann tut sich die Homöopathie natürlich ein bisschen schwer, aber auch die anderen komplementären Heilverfahren, weil sie halt auch eine individuelle Komponente hat. Und das heißt, sie würden also letztendlich in Studien gar nicht irgendwelche Fallzahlen erfüllen können, die dann nachher statistisch auch signifikant sind, weil sie ja individuell therapiert haben. Und wenn Sie dann letztendlich diese Statistik ausschließen und sich in den individuellen Fall begeben, dann bedeutet das nach dem Evidence-Based-Kriterium natürlich, dass Sie nicht ganz oben mitschwimmen, sondern Sie sind dann auf bestenfalls Level 3 oder Level 2, wenn Sie eine gute Fallstudie abgelegt haben und das auch gut dokumentieren können, was da passiert ist. Aber deshalb ist es ja nicht unwissenschaftlich. Ja, okay. Vielen Dank. Erstmal vielleicht soweit zu dem Thema, auch zu der Frage. Wenn es da noch Rückfragen gibt, können wir die vielleicht später dann einfach nochmal aufgreifen. Ja. Ich denke, dieser Bereich ist ja auch nur ein Bereich des Studiums. Ich würde Sie bitten, als nächstes dann insgesamt den Studiengang mal vorzustellen von den Inhalten her. Wo sind da die inhaltlichen Schwerpunkte? Und welche Wahlmöglichkeiten haben die Studierenden auch, um sich irgendwo auch spezialisieren zu können? Ja, also eine ganze Menge haben wir schon angesprochen. Auf was wir sehr viel Wert legen, ist tatsächlich, dass wissenschaftliche Grundlagen da sind. Und das betrifft dann einmal, wie gesagt, die Methodenlehre, das betrifft dann aber auch die Statistik zum Beispiel. Ne? Also wie baue ich eine Studie statistisch sicher auf, dass ich letztendlich eine ableitbare Aussage daraus kriege. Das ist, sagen wir mal, der methodische Teil. Dann gehört sicherlich alles das, was man so in den Bereich empirische Sozialforschung einordnen könnte, ist ein wesentlicher Bestandteil des Studiums. Dann nicht anders, als es zu erwarten war bei meinen Darstellungen, naturwissenschaftliche Grundlagen. Das heißt also, wir reden über Physik, wir reden über Chemie, wir reden über Biochemie, wir reden über Pathologie, wir reden über Histologie, die ganzen theoretischen Grundlagenfächer der Medizin. Dann reden wir über klinische Medizin, natürlich nicht so ausgiebig, wie Sie das in einem universitären Medizinstudium tun können, aber schon auf der Basis, dass wesentliche Krankheitsbilder dann auch leitlinienorientiert dargestellt werden. Also der hochschulmedizinische Aspekt ist drin. Und in dem verzahnt sich jetzt quasi wie ein Kamm Ansatzmöglichkeiten aus naturheilkundlichen und komplementären Therapieverfahren, die dann nachher auch in dem Forum, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, dann auch miteinander diskutiert werden können, wer hat welche Erfahrung gemacht und das, wie gesagt, alles auf einer recht wissenschaftlichen Ebene. Und das läuft dann die ersten zwei, drei die ersten Module so durch. Also der Studiengang setzt sich aus mehreren Modulen zusammen und dieser grundlegende Teil, der ist dann, sagen wir mal, mit Modul 14 dann abgeschlossen, in dem dann auch zum Beispiel Prinzipien von naturheilkundlichen Verfahren oder auch Übersichten gebracht werden. Was gibt's denn eigentlich auch alles? Und wenn ich da jetzt mal aus den fast 120 Seiten fassenden Handbuch, das ich da für den Studiengang geschrieben habe, die Bachblüten rausnehme, die hier angesprochen werden, dann sind das vielleicht 10 Zeilen, die zu diesem Thema gesprochen werden, weil es gibt halt eine ganze Vielfalt anderer Methoden auch noch. Also was der Studiengang will, ist dann die breite Vielfalt all dessen, was traditionell oder was komplementär im wissenschaftlichen Bereich oder im naturheilkundlichen Bereich stattfindet,
breit anzulegen. Und was dann die westliche Naturheilkunde betrifft, da werden Sie dann also auch solche Fächer finden, die ja heute von Therapieberufen abgedeckt werden. Ne? Also naturheilkundliches Verfahren ist Massage zum Beispiel, Massagetechniken. Es ist sehr viel manuelle Therapie damit drin. Und jetzt sehen Sie schon, wie gut da wieder die Evidenzlage ist in diesen Verfahren. Es gehört zum Beispiel auch Body Mind Medicine, also das, was die Naturheilkunde Ordnungstherapie nennt. Ja, also Stressverfahren und solche Dinge drin. Also Sie sehen auch da hochmodern. Es ist Ernährungsmedizin drin. Ja, es ist Bewegungstherapie drin. Sie könnten es auch modern übersetzen. Trainingsmedizin oder Sportmedizin. Und auch da gibt es ja dann immer wieder Anknüpfungspunkte zu den ganzen therapeutischen Berufen, die sich ja heute auch mehr und mehr akademisieren, wie den Physiotherapeuten, den Logopäden, den Stresscoach oder wie auch immer sie das alles nennen wollen. Also im Grunde ist die Naturheilkunde, wenn Sie so wollen, die klassische, die Mutter des modernen Gesundheitsbereiches. Und da werden Sie sich wiederfinden in all diesen Modern Health-Studiengängen, die sich mit Gesundheit und Prävention auch beschäftigen. Wesentlicher Anteil der Naturheilkunde und der Komplementärmedizin ist Prävention. Und da sind wir ja hochaktuell. Ne? Also wenn Sie sich die chronischen Erkrankungen mal anschauen, dann müssen wir uns ja in der Medizin mal eingestehen, dass wir in den letzten 30 Jahren so sehr viel nicht bewegt haben mit dem rein materialistischen Ansatz, sondern im Gegenteil, chronische Erkrankungen nehmen zu. Und wir müssen uns halt gemeinsam überlegen, mit welchen Konzepten wir an diese, man kann ja schon sagen, Zivilisationserkrankungen dran geht. Und dazu gehören ganz bestimmt auch Konzepte, so wie es, nehmen wir mal an, in der Stressforschung der Fall ist, dann auch die therapeutischen Konzepte, die Naturheilkunde und Komplementärmedizin anbieten kann. Naturheilkunde ist ein hochschulmedizinisches Fach, das wird an den Universitäten gelehrt. Wir sind nicht allein und wir stehen nicht in einem Raum, der nicht medizinisch oder nicht wissenschaftlich wäre. Nein, überhaupt nicht. Also wir stehen mit beiden Beinen auf medizinischem Boden. Wir haben allerdings auch einen anderen Ansatz. Ja, wir haben einen systemischen Ansatz und den lehren wir auch. Ja, unser Ansatz geht vom System aus und nicht vom Organ oder von der Zelle aus. Das ist eine ganz andere Betrachtungsperspektive, wie man an ein biologisches System rangehen kann. Ja, also da merke ich schon, das ist ein Sprünger, der sehr breit aufgestellt ist und es hört sich erstmal nach enorm viel eigentlich an Input auch innerhalb des Studiengangs dann vermittelt werden muss. Einmal die schulmedizinischen Grundlagen, die vielen Bereiche, die Sie angesprochen haben. Ist denn für alle das Curriculum gleich oder gibt es irgendwo Möglichkeiten, auch sich zu spezialisieren oder irgendwelche Wahlmodule auswählen zu können? Also wir haben derzeit 3 Wahlmodule nachher im speziellen Teil des Studiums. Der eine ist Homöopathie, der zweite ist traditionelle europäische westliche Naturheilkunde und der dritte Bereich ist die traditionelle chinesische Medizin. Und jetzt müssen wir noch ein paar Spezialisierungsmodule dranhängen. Aber wir sind froh, dass wir erstmal diese 3 haben. Und Ihr wichtiges Stichwort, das Sie eben genannt haben, ist breit. Ne? Also es geht jetzt uns in allererster Linie in diesem grundlegenden Bachelor-Studiengang, wir reden von einem Bachelor,
einen möglichst breiten Überblick über die verschiedensten Verfahren, Methoden und ihren Zusammenhang zur wissenschaftlichen Begründung und auch in die erkenntnistheoretischen Grundlagen, also in die Methodenlehre zu bringen und da quasi eine vernünftige Basis erstmal zu legen, dass man dem materialistischen Einwand, das ist ja in diesen Kügelchen eh nichts drin, mit einem vernünftigen Argumentationswerk entgegentreten kann. Das ist so, sagen wir mal, das oberste Ziel. Und dann wollen wir mal schauen. Natürlich denken wir schon auch in die Zukunft und stricken schon insgeheim an den Master, der sich dann anschließen soll. Aber auch das braucht Zeit und auch da müssen wir uns auch ein bisschen in die Hochschule integrieren. Immerhin hat die Hochschule im letzten Jahr 7 neue Studiengänge auf den Markt gebracht und die müssen sich jetzt mal integrieren und etablieren und für dieses Jahr ist auch eine ganze Menge angedacht. Also ich tippe mal, dass wir so 2020 dann mit einem Masterkonzept auch auf den Markt kommen können. Ja, spannende Frage, sich auch für diejenigen, die halt sagen, der Bachelor ist die Grundlage, ich möchte gerne weitermachen. Können Sie schon ein bisschen mehr verraten, was so die Ausrichtung sein wird dieses Masters? Wären quasi die Themen aus dem Bachelor, wo es sehr in die Breite geht, nochmal dann mehr vertieft oder geht es nochmal in vielleicht eine ganz andere Richtung, in die dann fokussiert wird? Naja, also wir werden natürlich jetzt nicht mehr auf diese ganzen Grundlagen zurückgehen und werden im Masterstudiengang natürlich nicht mehr irgendwelche naturwissenschaftlichen Grundlagen oder solche Dinge wie methodische Grundlagen abhaken, sondern wir werden natürlich sehr, sehr viel spezifischer dran gehen und werden natürlich versuchen, möglichst viel die Studenten schon recht frühzeitig, der wird ja dann auch ein Jahr kürzer sein, möglichst frühzeitig in die Richtung zu begleiten, die ja für sie dann interessant ist und und dann heißt das natürlich Bachelorwissen einbringen in die gesamte Thematik, die dann dasteht und wir werden sehen. Also auf der einen Seite, wie gesagt, sind wir ja dabei, noch ein paar Zusatzmodule für die Spezialisierung hineinzubringen. Also mir schwebt noch die Phytotherapie zum Beispiel zu, also die Pflanzenheilkunde, sowohl westlich als auch östlich. Dann auch die rationale Phytotherapie, also das, was ja heute mit gut belegter Evidenz in Apotheken kaufen können und über Ayurveda sind wir ein bisschen am Nachdenken. Was mir auch ein bisschen am Herzen liegt, ist die orthomolekulare Medizin und Mikronährstoffmedizin und Therapie mit Mikronährstoffen. Das werden wir sehen, wie breit dann der Bachelor wird und inwieweit wir uns dann nachher im Master dann tatsächlich in die wissenschaftliche Spitze vorarbeiten können. Aber da sind wir, wie gesagt, alle am Stricken und jeder sitzt in seinem Kämmerchen und hat gute Ideen und irgendwann werden wir ein Modulhandbuch draus machen. Ja, also da auch noch sehr dynamisch, der ganze Studiengang, da tut sich noch einiges, was auch für die Studierenden, die dann dabei sind, ja, sich auch an neue Möglichkeiten erschließen kann, auch wenn man natürlich noch nicht genau weiß, was davon dann wirklich auch kommen wird. Was ist denn mit denen, die jetzt sagen, ach, ich kann mich gar nicht schwer festlegen auf einen Schwerpunkt, das ist mir zu wenig, besteht auch die Möglichkeit dann, vielleicht gegen Zusatzgebühr und gegen Verlängerung des Studiums, mehrere Schwerpunkte zu belegen? Es ist im Grunde zunächst mal nicht geplant. Wir arbeiten allerdings im Moment an einem für mich auch hochinteressanten Konzept, Zertifikatslehrgänge zu erarbeiten. Und das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. Einmal Dinge dann vielleicht doch noch etwas spezieller anzugehen. Also ich denke zum Beispiel an einen Zertifikatslehrgang Akupunktur, der dann mit 120 Stunden angesetzt wird und richtig mit praktischer Erfahrung gemacht wird. Und im Moment sind wir halt auch ein bisschen dabei. Wir wollen natürlich dann, wenn wir solche Zertifikatslehrgänge
mit auf den Markt bringen, dass die Inhalte dieser Zertifikate dann umgekehrt natürlich auch wieder im Bachelorstudium oder im Masterstudium anerkannt werden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept für uns und diese Zertifikatslehrgänge zu machen, auch was zum Beispiel die wissenschaftstheoretischen Fragen betrifft, die wir auch ganz am Eingang besprochen haben, dass auch auf die anderen Studiengänge, die sich im Therapiebereich befinden, irgendwo einheitlich zu machen, dass dann möglichst nachher auch viel angerechnet werden kann in den einzelnen Studiengängen. Das ist uns schon wichtig. Also da wird eine ganze Menge kommen, da ist eine ganze Menge in der Pipeline. Ideen gibt es viele und wir schauen mal, was wir dieses Jahr dann neben der Etablierung dieses völlig neuen Studiengangs dann auch noch an Zusatzangeboten auf den Markt schmeißen. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Also es ist eine sehr dynamische Truppe hier und auch das Team in meinem Studiengang, da sind also eine ganze Menge Ideen da, wie man auch im Gesundheitsbereich dann vielleicht noch tiefer einsteigen kann, um im Rahmen von Prävention und Gesundheitsförderung vielleicht noch so ein Gesundheitstrainee dranhängt, dass dann auch eine Möglichkeit da ist, an die zu, ich drück's mal flapsig aus, an die Finanzpötte zu kommen, die dem Gesundheitsbereich dann momentan auch zur Verfügung stehen. Ja, also da tut sich eine ganze Menge noch, auch wahrscheinlich so ein bisschen die verschiedenen Studiengänge aus dem Gesundheitsbereich anzuknüpfen, die ihr Diploma ja hat, auch noch zusätzlich zu diesem Studiengang. Das bleibt sicherlich spannend, wenn wir jetzt mal schauen an dem Studiengang, so wie er jetzt im Moment ist. Was ist da so die Zielgruppe? An wen richtet sich der Studiengang? Und natürlich auch die Frage, wenn man so einen Studiengang belegt, irgendwo, welche beruflichen Möglichkeiten erschließen sich denn dann hinterher? Gut, also im Moment bin ich sehr, 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 sehr froh, dass wir ein sehr heterogenes erstes Semester haben. Die Damen und Herren, die studieren jetzt im ersten Semester, kommen aus entweder ganz unterschiedlichen Berufen, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen auch in den Studiengang. Wir haben eine ganze Menge Schulabschlüsse hinter uns, die jetzt also quasi die Hochschulreife gemacht haben. Wir haben ein Spektrum quasi von ganz jung bis dann schon älter und erfahren. Wir haben ein Spektrum, in dem schon auch Heilpraktiker mit drin sind, die über ein paar Jahre Therapieerfahrung verfügen. Und wir haben aber auch zum Beispiel Journalisten, die sich quasi jetzt dann in Richtung Fachjournalismus bewegen wollen mit Hilfe dieses Studiums. Also es ist sehr heterogen und es ist sehr schön. Wir haben eine Menge pharmazeutisch-technische Assistenten und Assistentinnen im Studiengang, die letztendlich den Studiengang deshalb gewählt haben, um nachher in einer Apotheke dann auch wirklich vernünftig in Richtung Naturheilkunde beraten zu können. Und wir haben natürlich das Klientel, das letztendlich irgendwo dann die externe Heilpraktikerprüfung anstrebt, wohlgemerkt extern, also wir bilden keine Heilpraktiker aus. Wir haben aber natürlich ein schönes, strukturiertes Curriculum mit unserem Modulhandbuch und können damit natürlich ganz optimal auch auf diese externe Prüfung bei den Landkreisen dann vorbereiten. Also diese Prüfung wird bei uns gar nicht abgenommen, hat mit uns auch gar nichts zu tun. Aber wir haben, sagen wir mal, das, was der Heilpraktiker-Ausbildung heute so fehlt, nämlich das strukturierte Curriculum, an dem man sich orientieren kann und bieten dann quasi als Krönung noch dazu den Bachelor of Science.
Also das Publikum ist sehr gemischt und das freut mich auch immer sehr, weil es sehr, sehr viel Spaß macht, mit so vielen Denkenden zusammen zu arbeiten. Und der Anteil derer, die überhaupt nicht nachher in einen therapeutischen Beruf gehen wollen, der ist fast 40%. Also da geht es dann um Beratung, da geht es dann um den Sprung dann vielleicht in die Gesundheitswissenschaften. Wohlgemerkt, das muss ja keiner bei dem Bachelor auf Naturheilkunde bleiben. Er kann ja in einen Masterstudiengang der Therapiewissenschaften wechseln oder auch in die Gesundheitswissenschaften wechseln. Da ist ja heute in diesem modularen System, das letztendlich der Bologna-Prozess eröffnet hat, alles möglich. Also Sie haben letzten Endes dann einen Bachelor of Science Abschluss, und wenn Sie sagen, jetzt möchte ich aber lieber in Richtung Gesundheitswissenschaften gehen, und dann steht Ihnen da das Masterstudium offen. Ne? Also da ist eine ganze Menge drin. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass wir uns eigentlich an gar keinen richten. Also wenn einer auch einfach nur jetzt mal wissen will, wie ticken die denn eigentlich, wie denkt denn so ein Komplementärmediziner, wie sind denn die Ansätze da? Ich hatte es ja angedeutet, wir denken ja auch ganz anders, als dass die reduktive Methode der Schulmedizin macht. Wir denken systemisch, und wer da jetzt Interesse hat, um mal einfach zu wissen, was heißt denn das eigentlich, systemisch denken? Ja, der ist herzlich eingeladen, in unseren Bachelorstudiengang zu kommen. Und je unterschiedlicher die Population, desto bereichernder ist es nachher in der gesamten Studentenschaft. Ja, also da eine große Mischung an Studierenden, die euch auch ihre ganz unterschiedlichen Erwartungen und auch Erfahrungen mit einbringen können. Ein Teil, wie Sie schon sagten, macht das Studium sicherlich auch mit dem Ziel, später als Heilpraktiker doch tätig zu werden, sich auf diese externe Prüfung vorzubereiten. Dann gibt es ja auch eine ganze Menge an anderen, auch nicht akademischen Weiterbildungen, die auch vorbereiten auf diese Prüfung. Welche Vorteile sehen Sie, da hat das Studium gegenüber diesen anderen Weiterbildungswegen auch für diejenigen, die das Ziel, Heilpraktiker irgendwann mal haben, da tätig zu werden? Naja, ich sehe vor allen Dingen zwei Punkte. Der eine Punkt ist der, dass in der öffentlichen Diskussion, und das teilweise mit Recht, von bestimmten Institutionen, ich möchte jetzt mal so stellvertretend den Münsteraner Kreis ins Gespräch bringen, ganz öffentlich auch an politische Entscheidungsträger appellieren, diesen Heilpraktikerberuf gänzlich abzuschaffen. Und eine wesentliche Begründung dabei ist, er ist nicht strukturiert, es gibt kein Curriculum und es gibt keine curriculäre Ausbildung. Im Grunde können Sie sich zu Hause hinsetzen und können die Prüfungsfragen der letzten 6 Jahre auswendig lernen, und dann gehen Sie in die schriftliche Prüfung und kreuzen an und haben Glück, und dann kommen Sie in die mündliche Prüfung und da haben Sie vielleicht auch Glück. Das ist das eine. Darüber kann man diskutieren. Ich will mich da gerne dran beteiligen, an dieser Diskussion, weil ich denke, das ist nicht meine Aufgabe, das zu diskutieren. Ich sehe, dass halt viele diese Problematik sehen, die gerne Heilpraktiker werden möchten und sagen, ja, ich möchte eine curriculär strukturierte Ausbildung haben. Und wenn ich dann auch noch den Bachelor of Science quasi als akademischen Abschluss machen kann, dann ist mir das noch lieber. Das ist die eine Richtung, wo man sagt, ja, das macht dann Sinn. Ich würde es wahrscheinlich dann als junger Mensch, der jetzt überlegt, tatsächlich in so einen therapeutischen Beruf gehen, das dann auch zu tun. Also es ist einmal diese Diskussion. Zum Zweiten ist es schon so,
In allen Therapieberufen ist ja im Grunde heute Akademisierung angesagt. Und wenn wir jetzt mal einen Berufsstand der Hebammen zum Beispiel nehmen, Hebammen müssen bis 2020, also nächstes Jahr, dann einen akademischen Abschluss vorweisen. Stichpunkt ist, wie gesagt, nächstes Jahr. Jetzt kann man ja mal ganz offen darüber diskutieren, warum denn eigentlich jeder Therapieberuf, der ja eigentlich zuvor Ausbildungsberuf war, akademisiert werden soll und warum Heilpraktiker nicht. Also auch diese Diskussion wird ja dann irgendwann zu führen sein. Und insofern geht die Hochschule hier schon einen sehr, sehr mutigen Weg. Das möchte ich dann auch schon mal sagen. Also mit Etablierung dieses Studiengangs ist es ja dann quasi gelungen, auch ein bisschen in die Zukunft zu denken für den Berufsstand Heilpraktiker. Und das ist eine sehr, sehr mutige Angelegenheit in der Diskussionsstruktur und in dieser Diskussionswelt, die wir da draußen finden. Und ich bin also dem Präsidium der Hochschule dankbar, dass sie tatsächlich diesen Studiengang erstmal so mit dieser innovativen Zielsetzung dann auch wirklich umgesetzt hat. Und ich kann mich an ein Gespräch mit meiner Präsidentin erinnern, die sagte dann damals, also Herr Thoms, wenn wir 8 Studenten zusammenbekommen, dann machen wir den Studiengang, auf jeden Fall. Und das will für eine Hochschule schon was heißen, dass sie sagt, also wir ziehen das durch. Da steckt sehr, sehr viel Mut drin. Und kein Mensch hätte von sich träumen lassen, dass wir jetzt also im ersten Semester in den virtuellen Studiengängen 24 Studenten und in den Präsenzstudiengängen 12 haben. Also die Zahl ist weit übertroffen. Und es zeigt also im Grunde, jeder, der in diese Richtung Heilpraktikerausbildung gehen möchte, schon auch über die curriculäre Struktur und die Zukunft der Akademisierung nachdenkt. Das macht Sinn. Ja, also da auch so ein bisschen vielleicht schon ein Vorgriff auf eine mögliche Professionalisierung, die da kommen könnte, je nachdem, wie die Entwicklungen dann da auch so sind. So ist es. Und die kann im Moment, wie gesagt, kein Mensch absehen, weil die Diskussion wird sehr giftig geführt. Sie sind ja jeden Tag in der Presse. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man mal irgendwo ein Zeichen setzt und sagt, wir haben ja hier eine vernünftige Struktur und eine vernünftige Lösung. Und so kann dann dieser Studiengang für den Berufsstand der Heilpraktiker durchaus auch ein bisschen Speerspitzenfunktion haben, wenn Sie so wollen. Ja. Gibt es ja einige der Studierenden, die tatsächlich auch schon Heilpraktiker sind, jetzt sich das Akademische mit dazu nehmen wollen. Die haben ja schon die Prüfung hinter sich, haben sich auch schon irgendwo vorbereitet auf diese Prüfung. Kann denen was angerechnet werden auf das Studium? Und wenn ja, dann was? Also, wir können aus einer Heilpraktiker-Ausbildung nichts anerkennen und wollen es auch nicht, weil sie ist nicht curriculär strukturiert. Ja, wir können also nicht sagen, jemand, der eine Heilpraktiker-Ausbildung hat, der hat auch das entsprechende Wissen, das letztendlich in einem wissenschaftlichen Studiengang anerkennungswürdig ist. Das geht einfach nicht. Wenn Sie jetzt oder sagen wir es andersrum, die Sache sieht anders aus dann, wenn Sie vorneweg einen staatlich anerkannten Beruf gemacht haben. Ne? Also staatlich anerkannt heißt dann, Sie sind Physiotherapeut oder Sie sind Logopäde oder Sie sind Hebamme oder alle diese Berufe, die letztendlich staatlich anerkannt werden und eine curriculäre Struktur in ihrer staatlichen Ausbildung haben, da werden natürlich entsprechende Felder anerkannt, die dann auch in unseren Modulen wieder abgedeckt werden. Also ich sag mal, eine Hebamme müsste jetzt zu uns nicht in das Modul Gynäkologie gehen und Geburtshilfe. Das wäre, glaube ich,
Tja, eine tolle Bereicherung, wenn sie es trotzdem tun würde, weil wir dann alle davon profitieren, von ihren Erfahrungen, aber natürlich wird es anerkannt. Sie ist ja auch herzlich eingeladen, in die Vorlesung zu kommen und im Forum mitzuarbeiten, aber sie würde natürlich nicht mehr in diesem Modul geprüft werden. Das wird anerkannt. Punkt. Ja, okay. Also da was staatliche Berufe sind, da kann was anerkannt werden. Für die Heilpraktiker erstmal nicht. Die können nur vielleicht profitieren davon, dass sie doch schon einiges an Vorwissen dann auch mitbringen und auch einbringen können und auch von ihren Erfahrungen vielleicht schon berichten können. Wenn es, wie gesagt, nur der Heilpraktiker ist, bei vielen ist es ja so, dass in der Tat im Vorfeld irgendwo eine staatliche Ausbildung stattgefunden hat und die wird auch, wenn sie momentan gar nicht praktiziert wird, dann dennoch anerkannt. Okay. Ja, für diejenigen, die jetzt mit dem Studiengang sich so in Richtung einer späteren therapeutischen Tätigkeit im Bereich Heilpraktika ausbilden wollen, dann sind ja schon auch praktische Fähigkeiten wichtig, die mit dazugehören, außer ergänzt zu dem ganzen Wissen. In welchem Rahmen wird da auch die Möglichkeit gegeben, praktisch mal was auszuprobieren, auch einzuüben? Und ja, in welchem Umfang gibt es da Präsenzveranstaltungen, in denen so etwas passiert? Die gibt es ganz sicherlich und da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, weil behandeln heißt ja dann auch Hand anlegen. Ja, das heißt, das war mir sehr, sehr wichtig, als wir diesen Studiengang kreiert haben, dass wir gesagt haben, jawohl, es werden Module eingefügt, die letztendlich praktische Blöcke haben. Das heißt, die Denke ist die, es geht die Theorie mit all dem, was wir soeben besprochen haben, wissenschaftliche Grundlagen, Methodenlehre, den klinischen Fächern und den medizintheoretischen Fächern voraus. Und dann kommt ab Modul 15 dann der Zeitpunkt, dann muss Hand angelegt werden. Das heißt, es gibt dann diese Präsenzphasen, die in der Regel über eine Woche laufen. Und dann muss sich eine vernünftige Gruppengröße finden, damit man auch miteinander arbeiten kann. Das heißt, wir werden mindestens 8 Leute irgendwo zusammenkriegen müssen, dass das Sinn macht. Und dann werden wir uns in den diversen Studienzentren, die wir so haben, dann treffen. Und dann geht's ans Untersuchen, dann geht's ans Blutabnehmen, dann geht's ans Akupunktieren, Akupunkturnadelstechen, dann geht's an all die praktischen Fähigkeiten, auch aus der Diagnostik, also aus der rein körperlichen Diagnostik, Auskultation, sprich also Herztöne abhören, Lunge abhören. Alle diese praktischen Dinge gehören da dazu und die werden aber wie gesagt zum Ende des Semesters dann stattfinden. Auch ganz besonders nochmal in den Spezialisierungsmodulen, also wenn Sie sich in der Theorie dann zum Beispiel auf traditionelle europäische Medizin spezialisiert haben, dann heißt das nach Abschluss des theoretischen Teils in Modul 15, dass in Modul 16 wieder ein praktischer Teil stattfindet. Also auch da heißt es dann, ich sag mal, Blutegel ansetzen, Ausleitungsverfahren trainieren, alles vorneweg quasi theoretisch erarbeitet wurde, dann auch wirklich ins praktische Handling umzusetzen und üben. Ja, können Sie einen Überblick darauf geben, insgesamt wie umfangreich das ist, also wie viele Präsenztage da anfallen und ist die Teilnahme an diesen Veranstaltungen verpflichtend oder ist das optional? Nein, die Teilnahme ist mit Sicherheit verpflichtend. Ich hatte Ihnen eben gesagt, behandeln heißt Hand anlegen. Ja, genauso wie die Klausur oder Referats- oder Hausarbeitsleistungen vorneweg im theoretischen Teil als Prüfungsleistung abzuleisten sind, so ist dann letztendlich dieser praktische Teil verpflichtend. Da geht kein Weg dran vorbei. Und schließt auch mit einer Prüfung ab, die dann im Rahmen dieser praktischen Blöcke dann auch gehalten wird.
Also da ein integraler Bestandteil. Wie viele Blöcke sind das insgesamt, die in Präsenz stattfinden? Ich müsste jetzt ein bisschen lügen und spicken. Ich habe aber meinen Spickener dabei, aber es sind mindestens 3. Okay, na, das müssen einen Eindruck von hat dann. Jetzt hatte ich gesehen, Sie hatten mir ja im Vorfeld auch ein paar Infos für mich gegeben, an mich gegeben zur Vorbereitung, dass es zusätzlich auch noch optionale Veranstaltungen geben wird, zum Beispiel Exkursionen. Können Sie uns da noch etwas zu sagen? Ja, da sind wir im Moment dran und das muss ich die nächste Woche mal mit meinen Studenten besprechen. Also es ist ja so, diese Exkursionen werden ja dann nicht Pflichtbestandteil des Studiums sein. Aber es ist mir zum Beispiel wichtig, wer denn Interesse daran hat, zum Beispiel Apotheken zu besuchen, die homöopathische Mittel herstellen. Oder Apotheken zu besuchen, die Phytotherapeutika herstellen. Also entweder als Teemischung oder als Tropfenextraktion oder was auch immer. Mir schwebt vor, Hersteller ins Boot zu holen. Also ich möchte schon größere naturheilkundliche Hersteller mit ins Boot holen, dass wir tatsächlich an die Produktion von Medikament XY mal sieht, wie funktioniert das. Gibt es mit Sicherheit Exkursionen, die dann in ja, Heilpflanzengärten zum Beispiel gehen, werden auch in Richtung Pharmakologie gehen. Also auch da gibt es Kontakte zu, ja, zu pharmazeutisch tätigen Kollegen, die sich mit ja, der Erforschung von bestimmten Pflanzenstoffen zum Beispiel beschäftigen. Ne? Dass man mal so ein Labor sieht, wie funktioniert denn so eine Chromatographie zum Beispiel? Wie werden denn Analysen gemacht? Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass im Sauerampfer tatsächlich ein Herzmittel stecken könnte oder sowas? Ne? Also das sind so die Dinge, die angedacht sind. Sie werden auf total freiwilliger Basis sein. Sie werden auch von den Studenten letztendlich, was dann Anfahrt oder Fahrtkosten und so weiter betrifft, selber getragen werden müssen. Insofern muss ich das jetzt mal abtesten, wie hoch denn eigentlich die Bereitschaft jetzt in diesem Semester ist. Aber anbieten will ich es auf alle Fälle, um auch da wieder möglichst breit, sowohl Industrie, sowohl Herstellung, sowohl Apotheke, aber dann vielleicht auch Fachkollegen. Und wir haben ja auch in Nordrhein-Westfalen doch die eine andere Klinik, die naturheilkundlich arbeitet. Auch da bestehen ganz gute Kontakte hin, dass man sich mal anschaut, wie ist denn eigentlich Naturheilkunde in einer Klinik? Ja, und wie läuft das? Und das ist alles so in der Planung. Wie gesagt, nächste Woche werde ich das mit meinen Studenten für eine erste Exkursion planen. Die habe ich soweit schon fest. Und dann wollen wir mal schauen, wie hoch die Ansprechrate ist. Ja, also auch da Möglichkeit wahrscheinlich je nach Interesse vielleicht auch, dass die Studierenden mit so ein bisschen die Richtung bestimmen können, was dann an Exkursionen angeboten wird, sofern das halt realisiert genau. wird. So habe ich das in meiner Denke drin, dass da tatsächlich dann Anregungen von den Studenten kommen und die dann sagen, ja, mir ist es jetzt aber nicht wichtig, eine Apotheke zu sehen. Ich möchte dann wissen, wie läuft denn das in der Forschung ab, wenn da einer so ein Pflanzenmittel extrahiert oder sowas. Also alle diese Kontakte bestehen und alle die Kontakte, die werden wir auch aktivieren. Und ich habe da schon von den Kollegen, mit denen ich längere Jahre schon zusammenarbeite, auch signalisiert bekommen, dass sie das tun werden für uns. Und jetzt muss man dann halt gucken, wie hoch ist die Bereitschaft, wie viele kommen denn zusammen, dass wir uns in XY zu dieser oder jener Exkursion treffen. Und ja, vielleicht ist das, was ich so an Vorstellungen habe, gar nicht so das, was die Studenten gerne mögen. Und dann wird ja die Diskussion losgehen, wir möchten aber lieber das haben. Und dann kümmern wir uns drum. Schauen wir mal. Ja, auch da ganz viel in Bewegung. Und man merkt insgesamt, das ist ein ganz komplexes Thema eigentlich, der Studiengang, auch das Thema des Studiengangs. Und wir sind jetzt schon
recht weit vorangeschritten in unserem Interview auch. Ich würde jetzt noch eine Frage, die gerade im Chat gekommen ist, mit einbringen, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Mhm. Und zwar geht es da, glaube ich, nochmal um die beruflichen Möglichkeiten. Die Frage ist hier, ist dieser Studiengang in irgendeiner Weise berufsqualifizierend im Hinblick auf anerkannte Heilberufe? Nein. Natürlich oder sagen wir bedingt. Ja, wenn Sie hingehen und sagen, ich möchte, wie gesagt, als Master nachher dann einen Therapieberuf wählen, dann werden Ihnen natürlich Module aus unserem Studiengang wieder anerkannt. Also auf dieser akademischen Ebene ist es natürlich so, dass insbesondere wissenschaftliche Module oder klinische Module, die wir haben, dann natürlich in weiteren Studiengängen anerkannt werden, die sich zum Beispiel mit manualtherapeutischen Praktiken auseinandersetzen, also sprich Physiotherapie oder Ergotherapie, diese Geschichten. Da, klar, gibt es dann Anerkennung auf dieser akademischen Ebene, so wie wir es eben auch umgekehrt für meinen Studiengang gesprochen haben. Da wird es so sein. Bei der Frage Berufsfeld muss man letztendlich sagen, es entwickelt sich. Also natürlich suchen diverseste Institutionen den Naturheilkundefachmann. Das fängt bei Krankenversicherungsträgern an, die ganz gerne mal wissen möchten, erstatte ich jetzt eigentlich das Ding oder erstatte ich es nicht? Wie ist denn die wissenschaftliche Wertigkeit? Es laufen natürlich eine ganze Menge klinische Studien, die auch mit Phytotherapeutika zum Beispiel laufen. Also der ganze phytotherapeutische Bereich sucht natürlich auch den versierten Fachmann, der sich in Naturheilkunde und Komplementärmedizin auskennt, wenn es um Studienauswertung geht oder wenn es um Studienbegleitung geht oder auch die praktische Anwendung am Studienprobanden. In den ganzen Versuchsreihen, die da sind. Also das Studienfeld eröffnet sich mehr und mehr. Das sind allerdings ganz neue sich entwickelnde Berufsfelder, die da zustande kommen, aus eigentlich allen Bereichen. Auch die Pharmaforschung, wenn sie denn sich mit bestimmten Medikamenten aus dem natürlichen Bereich beschäftigt. Also Bayer hat ein großes Naturheilkundeunternehmen gekauft. Bayer setzt sehr mit auf die Entwicklung solcher Phytotherapeutika vor allen Dingen oder auch Medikamente, die im Bereich Neuraltherapie eingesetzt werden können. Da gibt es eine ganze Menge Anfragen und es wird gesucht. Also es wird der naturheilkundliche oder ein Fachmann gesucht, der quasi auf dieser Ebene mitarbeitet und das kommt mehr und mehr. Also wir kriegen ja auch aus der Industrie Anfragen, auch was orthomolekulare Hersteller zum Beispiel betrifft. Da geht es gar nicht immer nur um Außendiensttätigkeit oder sowas, sondern da geht es dann schon auch darum, wie viel Erfahrung an Naturheilkunde und Komplementärmedizin bringst du denn mit und vor allen Dingen, wie viel breites Wissen.
Sie können natürlich einen Pharmareferenten ausbilden für Vitamin C oder sonst irgendwas. Und dann haben Sie aber auch jemanden, der über den Tellerrand, sagen wir mal, solche Produkte hinaus gucken kann. Und die Anfragen kommen aus der Industrie schon mehr und mehr und werden auch als Studiendekan gestellt. Und ich sehe es auch ein bisschen an dem Angebot von Bachelorarbeiten, der aus der Industrie kommt. Ja, also da sind sehr, sehr viele sehr, sehr gute Vorschläge da, was dann schon zeigt, es ist Interesse dran, den breiten Naturheilkunde- und Komplementärfachmann zu haben. Also es gibt eine ganze Menge. Und wie gesagt, wir haben zwei Journalisten, sie können Fachjournalist werden für Naturheilkunde und Komplementärmedizin. Alles steht offen. Ja, also da auch nochmal ein Ausblick auf berufliche Möglichkeiten dann später mit dem Abschluss. Für diejenigen, die das ganz interessant finden, die vielleicht auch mehr noch wissen möchten, sich individuell mal beraten lassen möchten, wie können sich diese weiter informieren und wo können sie sich auch weiter noch individuell beraten lassen? Also natürlich können sie als erstes mal auf unsere Homepage gehen. Ja, die Hochschule hat eine Homepage und da finden sie dann auch unseren Studiengang und über diesen Studiengang wird dezidiert berichtet. Da steht auch sehr, sehr viel drüber, wo die Reise nach dem Studium denn hingehen könnte. Also es ist nicht so sehr Heilpraktiker fixiert, sind wir nicht. Also wir möchten den wissenschaftlich fundierten Naturheilkundler ausbilden. Ja? Und da stehen eine ganze Menge Ideen drin, wo die Reise hingehen könnte. Da finden Sie auch die Struktur des Studiengangs, also wie er modular aufgebaut ist, was die Inhalte sein werden, was die Themen sein werden. Sie können bei spezifischen Fragen natürlich auf den Studiendekan unten klicken und können spezifische Fragen an mich richten, die inhaltlicher Natur zum Studiengang sind. Wir haben eine hervorragende Abteilung, die sich Prüfungsamt nennt, die zum Beispiel ganz dezidiert und wirklich auch fachmännisch beraten kann, was denn anerkannt wird und in welchen Quanten. Ne? Das wird ja dann alles in ECTS berechnet, also die Kollegen im Prüfungsamt, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gemacht, das dezidiert, also für diese ganzen staatlich anerkannten Berufsabschlüsse aufzulisten und können ganz zuverlässig und sicher sagen, das erkennen wir an und das erkennen wir nicht an, also bei Fragen der Anerkennung gleich ans Prüfungsamt. Und ansonsten klicken Sie den Studiendekan an und wenn der nicht weiter weiß, dann gibt er Sie an die Abteilung, die Ihnen sichere Antwort und verlässliche Antwort geben kann. Ja, also da verschiedene Möglichkeiten, damit jede Frage dann da auch beantwortet werden kann zu dem Studiengang. Ja, ist ja nicht ganz einfach bei der ganzen Vielfalt. Und Anerkennung ist ein großes Thema. Also ich kriege das sehr häufig von Anfragenden, die dann sagen, was wird anerkannt? Also was wir wirklich sagen können, die pure heilpraktische Ausbildung, no, wird nicht anerkannt. Keine curriculäre Ausbildung, nicht anerkennungsfähig. Alles andere, was im staatlich anerkannten Bereich liegt, wird anerkannt. Und wie gesagt, das Prüfungsamt sagt Ihnen explizit, wie hoch die Anerkennung sein wird. Und das ganz spezifisch und ganz klar, da können Sie sich 100% drauf verlassen. Also das sind sichere Aussagen, die da kommen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Thums, für Ihre umfangreichen Informationen rund um den Bachelor of Science Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren der Diplomhochschule. Gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat den Zuschauern, Zuhörern auch Spaß gemacht. Und wenn ich Sie ein bisschen begeistern konnte, vielleicht haben Sie ein bisschen was von meiner Begeisterung mitgekriegt, dann
treten Sie einfach mit uns in Kontakt und dann schauen wir weiter, ob das Ihr Weg ist und ob es Ihnen genauso viel Spaß macht wie mir. Ja, vielen Dank auch für dieses Schlusswort. Also mir war Ihre Begeisterung für dieses Thema anzumerken. Und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich später die Aufzeichnung angucken. Und wenn es dann Fragen sind, die ihr direkt auf diesem Kanal dann stellen möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare mit einstellen. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt dem bitte euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos rund um Diplomhochschule, aber auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.